Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play, nicht Let's Play, ich sag das immer falsch, Let's Farming, seinem Landwirtschaftssimulator 2013. Irgendwie ist meine Stimme heute nicht da, oder ihr beiden? Die sagen gar nichts. Hallo. Also heute zu Gast unser Unnamed Chaos und natürlich Mr. Schwafel LP endlich. Nee, hallo ihr beiden. So, wir wollen heute zusammen hier zocken und endlich mal unser Bauernfeeling machen. Und ihr seht doch wirklich unterschiedlich aus, ne? Echt? Ja. Der eine hat eine Kappe auf, der andere nicht. Bei mir sind beide gleich. Nee, hier, Chaos, du hast eine Kappe auf und Schwafel nicht. Echt? Du auch nicht. Ja, mag sein, aber hier Chaos hat eine Kappe auf. Auch Koshi, das Geile ist, du zwingerst nicht. Lol. Also, wir haben es inzwischen geschafft, dieses Feld hier abzuernten und einen Teil von dem und schon mal einen Teil von dem. Aber hier von der letzten Folge wisst ihr ja noch, dass wir hier mit dem... Ach, jetzt sind alle Sachen schon besetzt, oder was? Ja. Na gut, dann fahre ich halt weg. Ach ja, wir haben hier so ein paar Fails. Ich glaube, hier sind alle möglichen Sorten an Rohstoffen drin und auch Gras. Ne, Chaos, und was war mit dem Trecker, den du... Ich war der kleine Fleck da. Genau, und du hast den Trecker verkauft. Und ich hab da auch nur drauf geklickt. Ich hab den Trecker verkauft. Das stimmt. Also, Chaos sollte den Grubber verkaufen fahren. Was macht der? Verkauft den Trecker. Ja, aber da ist nur der Grubber angezeigt worden. Und der Trecker war auch plötzlich weg. Ja. Wir haben gesagt, wir holen uns auf jeden Fall einen, was wollten wir uns holen? Duke. Ich nehme das Weizen, glaube ich, mal und verkaufe das. Ich muss nur gucken, wo. Im Hafen? An der Mühle. Gut, Mühle ist nicht weit. So, wir werden jetzt erstmal Raps hier wegbringen, ne? So, welches war denn nochmal das Weizen? Das ohne Kerne. Erste. Das ganz links. Ohne diese Striche an der Seite. Okay. Weil ich vertue mich zwischendurch noch. Also bisher habe ich, glaube ich, noch nicht den Fail gemacht. Das ist dieselbe Reihenfolge wie auf dem, in dem Pad. Und, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, letztens mal den Anhänger, den zweiten, abgehangen. Weil, ich den nicht brauchte. Ich glaube, Minecraft 953 wird sehr sauer sein, wenn er merkt, dass ich den Anhänger abgekoppelt habe. Kann ich das erste Feld eigentlich schon wieder bestellen? Klar, mit Raps bitte. Raps, ja klar, bringt der im Moment am meisten. Genau, sobald wir genug Geld haben, holen wir eine Quadraballenpresse, beziehungsweise sobald die richtigen Mods draußen sind. Wir haben heute nach den ersten Mods geguckt. Übrigens haben wir den 29.10. um 19.23 Uhr. Wir haben nach den ersten Mods geguckt und die ersten Mods ausprobiert, nur die sind leider noch ein bisschen verbuggt. Wir suchen nämlich noch eine Quadraballenpresse, die mit einem bestimmten Anhänger automatisch auflädt. Und das Ganze soll noch Multiplayer-tauglich sein. Toll, ne? Ja. Ihr seid ja aber wieder so gesprächig. Ja, ich warte die ganze Zeit, bis es reif ist. Soll ich mal die Zeit hochstellen langsam? Komm, ich stell mal die Zeit auf 120-fach. Nee, mach dort Wachstum. Das ist sowieso schon auf schnell. Irgendeinem Grund? Irgendwie vor. Kann ich nicht sehen. Ist da noch genug drin? Ja. Ich hoffe, ich habe die richtige gekauft. Also ich meine, das war die, wo man vorher nicht Dingens machen musste. Flüge, Sämaschinen. Sie ist ja auch an. Der Horsch Express ist eine kompakte 3 Meter Sämaschine mit Direktsaatfunktion. Die Sämaschine grubbert direkt vor dem Säen und ermöglicht es so noch effizienter zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall die richtige. Gib mal Gummi. Macht nix. Doch. So. Tatsächlich, jetzt sehe ich es auch. Guck mal in deiner Anzeige, ob da was... Ja, jetzt hat's. Raps. Raps ist gut. Oh nein, ich habe was vergessen. Oh, das ist natürlich jetzt ein Fail gewesen. Ich hätte noch nicht auf 120-fach machen sollen, während ich noch am Verkaufen bin. Oh. Dann machst du wieder zurück. Na, jetzt...
Jetzt mache ich zurück ganz schnell, weil jetzt gerade ist der Preis wieder gestiegen. Für Weizen. Das Problem ist, dass der Preis dann immer so schnell steigt und fällt. Ja, jede Stunde halt. Ja, deswegen muss man halt immer wieder zurückstellen. War nicht früher mal täglich? In LWS 11? Um Mitternacht. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall pünktlich. Ja. So. Dann schauen wir mal, wie viel Geld wir gleich haben. Komm mit vorn, scheiße. Ja, 26.000, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen, ne? Ja. Da kriegst du auf jeden Fall schon den blauen Zug. Was den für zweiten. Ich glaube, der dritte kostet 33. Ich guck mal eben ganz kurz. Ladewagen, Ballentechnik, Futtertechnik, Gewichte, diverses, Traktoren, Frontlage, Erntemaschinen, Kartoffelernte, Rübenernte, Kipper, Grubber. Nee, wir wollten Flüge haben, ne? Ja. Der zweite kostet 26.000, aber ich glaube, dann würde ich direkt auf den dritten sparen. Auf den Pöttinger. Der kostet 32.460, ist doch viel besser. Ja. Ich habe auch vielleicht den dritten geholt. Die Frage ist, ob der Trecker das schafft. Ja, der Gelbe schafft es. Okay, dann... Der hat ja einen Lauf, also der hat ja ein extra Rad noch dabei. Das heißt, der liegt eh immer nur auf dem Rad auf. So, okay, ist gekauft. Wer holt den? Ich. Ich habe gerade einfach ein bisschen Geld geliehen. Dann passt das wieder. Das ist das Schöne dabei. Man kann sich einfach mal eben für solche Sachen Geld leihen. Wenn Traktor frei ist? Ja, ich muss jetzt erstmal eben zurückkommen. Und dann kannst du gleich bitte direkt mal Eier wegbringen. Juhu, wohin? Und so. 11 Eier sind wieder da. In der Stadt. Ach, ich sehe es. Im Dorf. Genau. Ich kann aber noch 11 Eier aufsammeln. Du kannst ja mal gucken, ob du das kannst. Aber ich glaube, das kann nur der Host. Wie komme ich da schnell hin? Wohin? Mit dem Hühnerstall. In dem du läufst. Oh, kann ich mit dem Düngeteil eigentlich noch vorne dranhängen? Nee, ich glaube nicht, das ist für hinten. Nee, das geht auch vorne drauf. Glaubst du, das bringt denn überhaupt was? Ja, nein, ich meine, ich kann halt das gleich in einem Arbeitsschritt machen. Wo steht denn das Teil überhaupt? Da, wo es hingehört, in der Scheune natürlich. In die Scheune reichen. Oh, Traktor mit Mähwerk oder Amazon Pipo. Nein, machen wir nicht. Propihopper. Wir nehmen noch keine Dingens an. Ach, da steht der Hänger. Das da war so geparkt, dass man da auch ja nicht hinkommt. Du musst, glaube ich, erst was anderes rausholen, ne? Ja, muss erst mal aufräumen hier. So, 6 Eier. 5. Du kannst schon mal losfahren. Ich sammle hier währenddessen alles ein. Mit welchen? Ich habe den roten extra dahingestellt. Soll ich da gleich mit was wegschaffen? Die Frage ist, schafft der Rote das? Was? Hast du denn den... Ja. Nee, ich glaube nicht. Dann solltest du den gelben nehmen, weil ich glaube, der ist am Säen, oder? Ja, ich hab den gelben gerade. Ach komm, ich probier's. Probier's einfach. Du sollst nicht, nein, lass den Anhänger hier. Du musst doch den Flug mitnehmen. Ah, natürlich geht das, klar. Der geht, der blaue geht nicht mit dem roten. Dem kleinen Traktor. Hm. Okay, ich stell jetzt mal die Zeit wieder hoch. Wegen hier Ernterei und so. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie du dir das gerade vorstellst. Ich? Hast du überhaupt gesät? Ja, bis zum Spurreißer schon. Achso, wo das Eierzeichen ist, muss ich hin. Schon, oder? Ja, du kannst das auch komplett jetzt erst einmal komplett düngen. Das ist egal, du kannst das vordüngen. Aber das wollte ich ja jetzt eben in einem Zug machen, weißt du? Ja, aber du musst das immer erst jede vierte Reihe oder so machen, weil das ja relativ viel macht. Ja, aber wenn ich sowieso drin sitze... Ist ja gut. Ich fahr jetzt mit dir mit. Zack. Hallo. Oma, du bist durch mich durchgefahren. Ich glaube, du siehst nicht mehr so gut aus, wenn du da in dem Ding drin warst. In dem See. Ich bin jetzt... Nein. Ich aber kann irgendwie... Ich weiß ja nicht. Dieses Feld sieht aus, als wär's... Ist das nicht schon gesät hier? Nein, das sieht nur so aus.
Weil das sind doch die Stoppeln hier. Naja klar, das ist ja nicht gegrubert. Genau, das macht ja die Sämaschine direkt. Deswegen brauchst du bei dem Falle, musst du sogar mit Spurreißern arbeiten. Ja. Geht gar nicht anders. Na toll, jetzt sehe ich aber nicht mehr nach vorne raus. Ja, weil jetzt das Teil davor ist. Ja, dann musst du halt mit Dingens arbeiten. Ich kann es noch ein bisschen senken. Wo sollte man die Eier vor... Ach, da. Immer noch nicht. Eier verkaufen. Grün ist doch... Erntereif, oder? Nee. Das sollte gehen. Du musst ja auch anmachen. Dann habe ich dir das nicht heute auch schon dreimal gesagt. Naja, hier? Gut. Wir sehen jetzt erstmal. Ja, von wegen, du hast hier nicht gesät. Hast du mal angemacht? Kirschi, sind sie leer? Wie leer? Die Eier. Out of Eier meinst du? Moment, ich guck mal nach. Ich glaube, unter Statistik war das, ne? Ja, und letzte Seite. Ja, sind leer. Du gehst da einmal dran und dann sind die automatisch alle weg. Ach so. Mhm. Wie komme ich da so nach Hause? Indem du den Trecker nimmst und den, den Dingens, den, was du mitbringen sollst und das nach Hause bringst. Was ist jetzt? Ich meine, wir könnten jetzt cheaten mit zurücksetzen, aber ich finde das cheaten. Also daher machen wir das nicht. Also wenn man mal einen Unfall gebaut hat. Ich meine, es könnte auch einer von euch mal eben mit einem Trecker zum Golfplatz fahren und dann Bescheid sagen und ein anderer fährt, setzt sich dann gleich in den Trecker rein und holt einen Golfkart. Ihr kennt alle noch nicht die Golfkarts, ne? Doch. Die fahren so. 30. Felder erstellt zulassen. Oh. Ah, so meinst du das? Schau mal, wie es bei mir ausschaut. Was meine ich? Es dampft und raucht und sät und dünnt alles in einem. Lol. Das Heftigste daran finde ich immer noch, dass du nichts mehr siehst. Ich muss halt rauszoomen. Ich fahre jetzt, glaube ich, mal mit normal. Und ich fahre jetzt mal in Normalsicht. Und das Geilste ist, ich bin wieder da. Aber in Normalsicht, da darf ich nicht mit PDA fahren, das geht gar nicht. So, da sehen wir mal aus der Sicht des Bauern, der wir hier sind. Ne? Ich bin Bauer Christian, dann haben wir unseren Bauer Schwafel und unseren Bauer Chaos. Schwefel, Schwafel, Schwafel, ja natürlich Schwafel. Ich habe dich Schwafel getauft, warum sage ich immer noch Schwefel? Mein Name Schwafel kommt von mir. So, ihr dürft auch mehr erzählen. Moin, Bauer Christian. Leckt, mega krass. Leckt, oh, krass. Es leckt? Ja. Dann hör auf. Hab ich. Man leckt nicht, das ist das ist was Böses. Das ist was. Du musst dran denken, hier gucken Kinder zu. Dann sag einfach ruckeln. Wir gucken doch keine Kinder zu. Stimmt, das ist ja nur Landwirtschaftssimulator. Das Ding ist geil. Ich möchte das Ding jetzt mal eben ausprobieren. Darf ich mal drauf? FSK 18. Weil ich muss das Ding hier... Lag, oh Gott. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das auch kann momentan. Oh, ich lag super krass. So. Felder erstellen, zulassen, auf jeden Fall. Ich ernte weiter. So, dann müssen wir Kirschi. Was ist bei dir los? Keine Ahnung. Schwefel, ruckelt das bei dir? Nein. So, dann haben wir Licht anschalten. Bam, haben wir. Geräteauswahl haben wir. Helfer brauchen wir nicht. Alle drehen brauchen wir auch nicht. Kirschi ackert gleich. Jetzt müssen wir den noch senken, oder? Oh, ja. Und du musst O drücken. Hatte schon. Ah, die Textur ändert sich auch mal. So, seht ihr, was ich meinte? Ja. Kannst du den Weg aufmachen? Ja, habe ich doch schon. Also wirklich direkt so der... Ich verbinde jetzt beide Felder miteinander. Mach da jetzt ein großes draus. Kann da jemand mit einem Anhänger kommen? Ich bin gerade voll beladen. Wir bräuchten einen neuen Trecker, Leute. Definitiv.
Ich würde ja immer noch sagen, wir sparen auf 130.000, damit wir diesen Frontlader kriegen. Kann ich eigentlich damit diese blöden Bäume entfernen? Nee. Nein. Schade. Ich glaube, die kriegst du nicht weg. Ach stimmt, die sind ja dann voll im Weg. Also du brauchst... Ich bin unterwegs, den Anhänger zu holen. Oh, jetzt ist hier ja Zeug. Also ich habe noch 30.000. Ich glaube, ich kann noch was leihen. Nee, ich kann nichts mehr leihen. Wir sind auf 200.000 Kredit. arme Bauern. Ein Kredit von 200.000. Wenigstens spielen wir auf leicht, dass die ganze Zeit nicht irgendwie Geld abgezogen wird, weil sonst würde ich das doch nie so machen. Apropos, wie viel Geld haben wir? 30.000. Ist mal so viel. Ja, dann lernen wir doch mal ein bisschen was aus unserem, ja, aus unserem Silo. Dann kann man doch bestimmt noch so einen Trecker kaufen. Die Frage ist halt welcher, ob wir jetzt direkt auf 130.000 sparen sollen, um halt den direkt mit Frontlader zu holen. Ein gelber geht auch nochmal. Na, nicht ein gelber, wenn dann direkt ein größerer. Ja, dann hol den roten für 67.000 oder so. Also ich würde ja lieber direkt für 130 für den Frontlader, weil dann kannst du auch die Frontlader-Mission machen. Und du kannst anfangen halt Ballen auch wegzuschaffen und so, weißt du? Ja, aber die Ballenpresse kostet auch einiges. Außer wir nehmen den Mod dafür her. Ja, der funktioniert ja noch nicht. Ja. Hat hier jemand Müll in den Weg gelegt? Ja, wir müssen halt jetzt Entscheidungen treffen hier. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und ich muss hier unbedingt dieses Feld vergrößern. Ja, und ich muss hier irgendwie... Ah, da kann ich doch rückwärts... Boah, machst du mal 120. So, das andere Feld ist ja voll fertig. Leute, vielleicht sollten wir echt mal das andere Feld erstmal abernten, weil sonst gammelt das bald. Es sind noch nicht mal reif. Naja, es hat angefangen. Ich hatte da aber schon mal einmal drüber gespritzt, also sollte da nichts passieren. Ja, stimmt, wenn du auf Echtzeit laufen lässt, dann nicht. Also ich habe sowieso extra auf Echtzeit jetzt wieder zurückgestellt. Wegen, weißt du, ne? Ja. Wegen halt aus diesen Gründen. Wegen halt aus diesen? Ja, genau. Wegen halt aus diesen. So. Okay, jetzt müssen wir X drücken zum Ausklappen. Dann, was war jetzt drehen? Weißt du, was das Problem ist mit dieser Sämaschine, was die gleichzeitig mitgrubert? Dass du nicht siehst, wo du schon gesät hast und wo nicht. Jedenfalls nicht gut. Ja gut, dafür gibt es ja halt die Möglichkeit, das Ganze zu machen mit Spurreißer, ne? Ja, ja. Dafür hast du ja einen Spurreißer da. Aber der ist ja auch unregelmäßig. Das nächste Feld ist gleich fertig. Also ich bin jetzt sowieso die Hälfte von dem, was du gesehen hast, wieder am Wegmachen, dadurch, dass ich so ein Stück da drüber fahren muss. Naja, die Hälfte ist es nicht. So ein Stück, habe ich gesagt. Aber da wächst schon. Ich habe extreme Lags ab und zu. Es kann momentan an diesem Gerät hier liegen, denke ich fast. Ja, dass der da Felder erstellt. Soll ich da eigentlich jetzt gleich drüber gehen oder nicht? Nee. Jetzt ist er halt hier leicht drüber, aber das ist ja nicht wild. Ja, das ist, du kannst, sobald ich hier fertig bin, darfst du anfangen mit, hier auch machen. Nur das ist relativ, schwierig, dieses Felder erstellen. Ja, ich weiß, weil das so dämlich nach hinten rausgeht, gell? Ich hab da auch mir ewig Zeit für gelassen. Hast du auch schon mal so Felder erstellt? Ja. Ja, aber nur auf Gras, also nicht auf... Ich meine, ich kann ja einen Helfer einstellen. Ja, du hast ihn noch gar nicht ganz ausgeklappt, oder? Doch. Echt? Nein. Der ist komplett ausgeklappt. Meine ich, oder? Kannst du noch X drücken? Das ist zuklappen. Achso, dann ist er ausgeklappt. Na, blödes Scheißding. Was habt ihr alle, das Spiel da flüssig? Bei dir, weil du eine lahme Internetleitung hast. Ja. Du bist nichts Schnelleres gewohnt. Man sollte man ja echt sagen, dass du eine echt verdammt schlechte Internetleitung hast und ich mich immer noch frage, wie du überhaupt Videos hochladen willst.
Ja, genau. Machst du das dann so wie ich? Lässt über Nacht 20 Stück hochladen und machst den dann alle auf geplant oder was? Ja. Also ich schaffe selbst nur 6 pro Nacht. Also daher, Stopp! Ja! Ma, bist du ein Idiot? Hast du schon wieder Lex oder was? Ja, das hat so mega Ruckler. Du bist schon wieder am Rumlecken hier. Jo. Was läuft denn das da vorne noch? Das ist echt kommt. Warte mal, du kommst doch mit dem Ding schon besser klar als ich, oder? Ja. Wolltest du mal ausprobieren, ob du den Rest hier.